So. Meine Güte, nach wieder ein paar technischen Problemen von meiner Seite aus sage ich Hallihallo und willkommen zu einem neuen Part von A Way Out. Wir haben uns im letzten Part durch die Büsche geschlichen, haben Polizisten ESPs niedergeschlagen, weggewürgt, was weiß ich. Und jetzt gibt es die Entscheidung: Möchten wir hier unter die Brücke gehen, den sneaky, den schlauen Weg machen, Vincents Weg, oder gehen wir über die Brücke mit dem Auto, Vollgas, verrückt, mit dem Kopf durch die Wand, wie Leo es möchte, Leo's Way. Was meinst du, Sub? Im Grunde haben wir uns ja schon geeinigt, ne? Ja, aber ich sag's jetzt aber nur Es rhetorisch. sind bestimmt beide Wege cool. Also sehen wir uns bestimmt beide Wege, aber so sneaky hatten wir gerade eben. Ja. Können wir ja ein bisschen Abwechslung reinbringen. Genau. Los geht's. Über die Brücke. Okay, ist sogar auch Cutscene hier bei mir. Und Ich ciao. habe einen Führerschein, lass mich lieber fahren. Ich steig hinten ein. Okay. Polizeihut, genau. Klappt bestimmt. Ich versteck Go mich. full speed. Hi. Oh, Chili Cooper. What the fuck? Ich find's auch geil, wir alle instant schießen. Bisher wusste keiner, wo wir sind. Ja, super Idee. Beste Idee. Sieht auch, Damen und Herren, warum guck mal noch keinen Führerschein aus. Ich find's auch geil, ne? Weißt du, niemand hat es zu merken. Ich drück einfach Vollgas, aber aus Spaß. Und das sind die Hundis. Das war definitiv die beste Entscheidung ever. Hey, wo bist du überhaupt? Ja. Oh, meine Hand! Aua! Tap! Oh, kick in the face. Seh dich. Ich hab nur ein Gut, das weißt du, ne? Nein! Du Wichser! Eine Klippe runterfallen ist was ganz anderes als in einem Ventilator stecken bleiben, okay? Trotzdem, ich hatte noch ein Gut. Ich fand's auch geil, so. Ich fall so Slow-Mo runter und du bleibst einfach stehen und schaust mir zu. Kann da irgendeiner im Hintergrund so eine traurige Liebesmucke reinschneiden? Aber ich fand es auch gut aus, ne? Weil du so Slow-Mo, du lässt mich einfach fallen. Das interessiert sich so gar nicht. Er täuscht an, aber zieht's nicht durch. Ja. Ich kann nur alleine entkommen. Genau. Es darf nur einen geben. Aber hey, wenigstens haben wir ein Auto von denen kaputt gemacht. Oh ja. Das hat sich voll gelohnt. Wenn sie einen Sommer rankriegen, haben wir das schon auf der Mist. Aber sagen wir mal so, da war ja ein Bus auf dem Autoweg. Ich glaube, es hätte nur mit diesem Crash geendet. Okay. Ah, meine Brüder, Allahu Akbar. Übersetzt. Ja, der sagt, ich habe gestern den Ziegel gefixt. War ziemlich geil. You either take it or don't. Alter, der Typ sieht verlässlich aus, wir sollten seinen Kopf verpacken. Ja, Alter, in Mohammeds Namen, ey, das wäre richtig das Geilste, Mann. Nein. Ah, das ist Harvey. Hat er neue Augen? It's important. You need to hear this. Look, take the deal or stop wasting my time. Alright? Yeah. Komm. Yeah. Nimm den Klunker und haut ab. Echt so. Leo busted out of prison. What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? Our guy fucked up, got himself killed by the guards. Good for nothing, piece of shit. I'm sorry, boss. Look, Sean.
You need to find him. Okay. Weißt du was, der sieht irgendwie ähnlich aus wie Leo. Die Nase, der Bart, der Haarstyle, die Gesichtsform. I don't give a fuck how. Just make it happen. Der ist Bruder oder so. Ein interessanter Plot Twist. So you decided? Yes. Price down or no deal. Okay. No deal. Okay. Natürlich. No deal. Und eine schöne goldene Pistole. Erinnert mich an so einen. Wird es bestimmt keine Leute geben, die dann vermissen oder so. Oder die auf Wache aus sind in solchen Kreisen. Genau. Ich weiß, ich meine, ist jetzt nicht so, als wenn dann so, ne, die Scheiße haben eigentlich ziemlich viel Geld. Da kommt bestimmt ein arabischer Clan vorbei und knallt den nieder oder so. Oder wir. Ja, hoffentlich. Vielleicht werden wir dann Best Buddies mit denen und leben dann irgendwie geil in Katar oder so. Ja, Society-mäßig. Gerne. Wieso nicht? Das ist so warm. Na, das schon. Aber hey, keine Frauenrechte. Hey, geil. Ja, geil. Damn. I'm hungry. Me too. I even miss that Hashtag shit. Hashtag me too. Gibt's keine Walderdbeeren oder so? Yep. Heidelbeeren, irgendwas. Vergiftete Bären. Ja. Gute Vogelbeeren. Oder Vogelbeerbahn. Ja, you do that. Hier, baden. Ach, du musst nur einmal drücken, dann sprintet er die ganze Zeit durchgehen. Das ist gut. Ich dachte, ich muss die ganze Zeit drücken. Ja, jetzt chill ich mal ein bisschen, dass du aufholen kannst. Oh ja. Ich bin ein netter Mensch. Ich genieße die Umwelt. Ja, stimmt. Vincent war ja so ein Typ. Der liest ein Buch, genießt die Umwelt. Wie hat er überhaupt jemanden umgebracht, ey? Das ist echt so. Hey Vincent, get over here, man. Komm schon! Man kann ja auch nicht einfach drüber klettern, über den liegenden Stamm. Ja. Das war unmöglich. Der war das viel, ist unmöglich, da ja, der war viel zu hoch, der war viel zu hoch. Geht auch nicht. Leo, there's a camp down there. Ja, let's rapen. Okay, that escalated quickly. Let's check it out. Maybe there's something to eat there. Man kann sagen, ja, irgendwelche right. Gebratene Fische oder so. Ja, bloß wenn es einer zurücklässt. Ja, wir können auch die Fische fangen, da sind auch extra welche. Fische fangen. Eine schöne Forelle oder so, aber Forelle hat zu viele Kreten. You ever go camping, Vincent? Ja. Catch one fish each, a kleinen Fall. Hab ich mir gedacht. Nah, my uncle Splash. And you liked it. Wir sind wie zwei Mädchen, die im Wasser spielen. Hui! Ja, warte, ich muss voll. Hui! Mach dich nass! Ich mach dich nass! Mach dein Hintern nass. Weißt du noch, Leo? Ich meine, Vincent, weißt du noch, Vincent? Dein Hintern, ne? Ja. Ja, da warte mal, warte, ich muss mich so positionieren, jetzt mein Kopf, ne? Oh, nom 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 nom. Oh, ja. Oh, ich stecke schon in dir hier. Alter, Scheiße, oder ich bück mich hier. Oh. Ja. Abwechselnd. Genau. What the fuck, Alter. Damit sowas müssen die Entwickler rechnen, wenn man so einen Quark einbaut. Also, ja, Quark im Sinne von. Unnötig. Aber cool. Ja. Craft Spear. Geil, Minecraft. Ich mach Feuer. Ja, ich blas ein bisschen. Gut, dass ich mein Messer liegen gelassen hatte. I need to get some firewood. I need to get some. Just a little more. I need to get some firewood. Alter, stell ich die gleich ab. I need to get some firewood. I need to get some firewood. Das kann man auch echt hart ausnutzen, ne? Ich hab irgendwie den Verdacht, ich brauche ein bisschen Firewood. Ich weiß aber nicht warum. Ich weiß auch nicht. Ja, und ihr habt einen Fisch gefangen. Yeah. Boah, der hält das auch wie ein MG. Ich bin bewaffnet, geht weg. I need to get some firewood. Er sagt das jetzt so wenig. Ich sag das so wenig. Wie geil ist das denn? Verpiss dich. I need to get some firewood.
Weißt du, Leo pustet da und der ist irgendwo auf der anderen Seite der Welt. I need to get some firewood. Meine Güte, dieses Spiel. Nein! Okay, gut. So. Jetzt kann ich mich hinsetzen. Ich will auch einen Schlauch. He's ja one each. Ich bin jetzt ganz professionell in der Aufnahme. Cooles Bild bei dir. Ja. Oh, hier ist so schön gechillt. Ja, knapp daneben, knapp. Halbe Stunde später so Bernie-Reaktion. Der Hund ab. Und so doof dafür. Ich muss sie einkesseln. Nur ist schon da die Seite. Ja. Was? Du hast aber schon voll den Lack gehabt, ey. Nee, ich bin einfach Skill. Ich bin Skill. Ja, der alte Mann. Der kann's ja, ich bin alt. Ich kann schnell. Soll ich dir helfen? Nein. Ich kann das allgemein gar nicht, okay. Was? Meiner hat gerade gesagt, ich sollte Leo rüberholen, dass er mir hilft. Ich glaube, ich kann das allgemein nicht. Ich bin vielleicht wirklich zu langsam. Ernsthaft? Aber es steht doch jeder so einen Fisch fangen. Wofür jeden? Ich das keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es gedacht, das einfach zusammen zu machen, damit man die einkesseln kann. Ach ja, stimmt. Not bad. Wir haben noch einen gefangen hier, bitte. Ich hab auch mal. Aber ja, er hat wohl recht, ne? Dadurch, dass ich dir helfe, dann kann ich die Fische einkesseln. Also jetzt muss man hin. Ja. Zu Firewood. Ich habe jetzt zwei Fische. Ah, und jetzt wird's dunkel. Oder so. Aber ist doch schön hier in der Natur, schönen Campingausflug, ne? So nett. Jetzt ist es mir auf einmal andersrum. That tasted like shit, man. Well, you know, it is what it is. Yeah? And my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know? Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Look, Vincent. I need to know what your story with Harvey is. Okay? Aber Harvey will ja nicht schon. Alright. Backstory. I was a regular guy. With a boring bank job. One day my brother brings in a new client. Harvey. Let me guess. Money laundering. Yeah. Money was easy. But Harvey just kept coming in with more and more cash. And I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. He killed my brother. As a warning. After that I lost it. I planned on killing him. But the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking bitter. Rough, man. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? He fucked me over, that's for sure. Okay.
Okay. Who are we gonna... Wait, you hear that? Oh, shit. Na, ich glaube, ich bin mir jetzt schon sicher, dass dazwischen Harvey und ihm definitiv irgendwas anderes ist, was nämlich erzählt wird, oder erst später erzählt wird, so als eine Art Twist oder so. Don't worry about it, I got it, okay? Und man kann auch verstehen, Leo wollte halt die Story hören, damit er sicher gehen kann, dass Vincent auch wirklich was gegen Harvey hat und dann nicht irgendwie was fishy ist. Ja, kann auch eine erfundene Story sein. No. Rein theoretisch. Wird's nicht, aber auch rein theoretisch. Schätze ich mal, dass es das nicht wird. Am Ende muss einer der für uns töten im Finale. Ja, genau. One-on-one fight zum Tod. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. You're welcome. You know what? What? You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Would you look at that. You're making progress, Leo. Ist schon schön hier. Ja, finde ich auch. Ist echt. Lass dich aushalten. Ich habe zwar diese Post-Rendering mal auf Medium gestellt, ist bei mir nicht so irgendwie, ist bei mir einfach flüssiger, um sicher zu gehen. Ich werde dann später auch dann danach einfach Testaufnahmen machen und so irgendwie. Ne, kann ich ja gar nicht. Oh, eine kleine Farm oder so. Lass rapen. Okay, Sir. Ich weiß nicht. Schnapp mir erstmal die geile Markzündung jetzt ab. Vielleicht wirst du. Der wird gemolken. Scheiße. See that house? Let's check it out. Okay, ich hab so gelacht, wenn er gesagt hat, let's rape it. Nee, dann wäre das unheimlich gewesen. Dann würde ich jetzt weglaufen. Komm hier durch die Splash oder so, kommen wir doch bestimmt durch. Ja, sub, ich kann's verstehen, wenn man ein bisschen im Gefängnis war, man ist einsam und so, aber... Ja. Aber weißt du was, muss ich mal ein bisschen zurückhalten, okay? Ach Quatsch, immer drauf. Nimm mir einfach die Tür, wenn es sein muss. Ey. Können wenigstens nicht sich bei der Polizei melden. Na, ist ein bisschen zu alt. Oh Gott, die Shotgun. Shotgun Omi und Shotgun Opi. Oh, wunderbar. Ah, nee, lass doch nicht reden. Natürlich. Typischer alter amerikanischer Farmer mit seiner Shotgun. I don't mean it like that, man. I mean, we tied him up with something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get him out of the house. What'd you have in mind? See that barn over there? Anson. Yeah. Ja, ist ja gut, was? Was? Das lockt die aus dem Haus raus. Und dann können wir die beiden da drin noch einschließen. Ja. So, release horses oder subdue couple. Was wollen wir machen? Ja, welchen Weg gehen wir diesmal? Das eine ist natürlich wieder rabiat, das andere ist so smart. Ich meine, ne? Wenn du die rapen willst, dann subdue ist auch so ähnlich. Ja, nee, das ist so rapisch war mir jetzt irgendwie nicht mehr so, als ich die gesehen habe. Ja, lass mal lieber bei dir Horse. Ja, die Pferde. Ey, du bist ja auch der. Ich hasse keine Pferde, ich hasse eh Pferde, weg damit. Du bist ja eh der Pferdefreund. Nein. Ich hasse Pferde, lass sie raus. Crap. It's locked. How do you know they got horses in there? It's a horse barn, Leo. What else should they have? But still, you sound so sure. I mean, it could also be empty. You hear that? Yeah, I do. Und dein Horn. Wo? Kühe. Ja, die Kühe sehen auch nicht schlecht aus. Sind ziemlich gefährlich, Kühe, ne? Ja. Jedes Jahr sterben weltweit mehr Leute durch Kühe als durch Haie. Das ist echt so. Ja klar, macht Sinn, weil Haie ja eigentlich nicht so aggressiv sind und auch selten an Küsten landen. Aber so Kühe denkst du halt auch, das sind die chilligsten Tiere ever, aber...
Ja, die können dich halt auch easy zertrampeln, das ist die Sache. Das macht die so gefährlich. Ich hatte es auch mal hier so, hier auf dem Land, wo ich so wohne, sind auch überall viele Felder mit Kühe und so. Wenn da so eine Kuh irgendwie dich anguckt und langsam auf dich zuläuft, so. Weiß nicht, ob da der Elektrozaun dann auch hilft. Ich habe zumindest eine Leiter gefunden. Ach so, nice. Ich weiß nicht warum, aber ich habe eine Leiter. Yay! Yeah. Nee, wahrscheinlich, dass wir da. Lass Money in the Bank machen. Genau. Money in the Kuh, keine Ahnung. Okay. Ah, da oben ist ein offenes Fenster, glaube ich. Ah, ich verstehe. Du musst irgendwo hier einsteigen. Ja, da dann. Anders geht's ja nicht. Überall, sonst sind die überall Zäune und so. Und ja, ein Steak wäre jetzt ziemlich geil, würde ich sagen. Machst du diesem Ding einen Schluck auf, geil? Oder war das nur ein Einzelner? Ne, es war nur eine. Geiles Runtersteig. Oh ja, schöne Zwiebeln drauf. Bratkartoffeln. Oh, das zerfließt mir ja schon. Wascher im Mund. Also, das ist echt lecker. Steaks. Vincent, this might be able to scare the horses. Vincent, first we release the horses. Then we push this piece of shit down. Okay. Zement mischen wir noch. There are the horses. I'm not sure about this, but let's release them. Kann ich das verschlagen? Yep. Ich kann ja nicht rein. Ja, verpisst euch, Drecksviecher. Hoffentlich ist irgendwo da draußen eine Klippe, wo wir runterfallen. Oder lass einfach. Hier, schau mal. Wir können uns um die Pferde kümmern. Oh, ja. Ist da Öl drin? Kann ich die anzünden? Hier, Tor aufmachen. Dann könnt ihr auch rauslaufen. Na, not gonna work. Doch, funktioniert schon. Time to scare the horses. Du hast das Ding jetzt aufgemacht. Ja. Don't you want to be free? Los. Ich klatsch wie so ein Waldorfschüler. Tanz ihr deinen Namen vielleicht, wenn sie dann raus. Ich tanze ihnen, haut ab. Genau. Ah, it's long. Come and help me, Leo. Ja, bin gleich da. Wir schmeißen das Ding jetzt runter, okay. Das verursacht dann so viel Krach, dass sie dann abhauen wollen. Help me push this thing. Ja, ist ja gut. Come and help. Come on. Sagen wir mal so, dein Weg, die auch so fertig zu machen, ist, glaube ich, weitaus gefährlicher, weil der Typ eine fucking Schrotze hat. Und die auch wissen. Oh, ein Bencho. Ja, die reden auch schon so. Oh dear. Oh dear, the horse has escaped. Ja, rennt hinterher, da schafft er bestimmt die einzuholen. Ja. Ich wie Stock im Arsch. Country-Akzent. Yeah. Let's just hope these horses keep running. They will. Die bleiben einfach stehen. Oh, honey. Da kann man sich hier noch ein bisschen auf Schweine. Oh ja. Mm. Hello, piggies. Okay, ich glaube, der Vincent mag Schweine. Hier liest sich doch bestimmt einige Szenen auf der Form noch. Kann ich rein? Living the life here, huh? No. Ich will da rein, um mir die Schrotze holen. Wo ist die Schrotze? Die hat doch bestimmt mitgenommen, oder? Was ist das? Das ist Radio. Oh, play banjo! Nice. Medium, hard, extreme. Do you have any eggs for me? Hey there. Ach du Scheiße, okay, gut. Wir können hier Guitar Hero spielen. Nee, Banjo Hero. Wir spielen Banjo Hero. So, warte. Ja, ich hör zu, ich kann tanzen. So, immer mal Medium. So, wie ein Quicktime-Event oder so, ich sehe nix. Ja. Komm, ich play Piano noch dazu. Medium hast du. Nice. Whoa. Yeah. Ach du Scheiße, Alter, das ist Medium? Ja, das ist halt, siehst du diese drei Ringe? Ja. You ready?
Wahrscheinlich kriegen wir dafür schon auch ein Achievement, dass wir so als Band spielen. Okay, und auf einmal, okay, die Musik wird komplett anders. Oh yeah. Oh yeah. Mm. Oh. Und das jetzt die alten Leute wieder hören. Ja, ich wollte gerade sagen, die kommen gleich wieder. Oh, you're good. Wahrscheinlich werden wir das irgendwie auf hart oder so schaffen. Du kannst bestimmt nachschauen, oder? Ja, keine Ahnung, wie das bei Origins ist. Bei Origin bin ich mit beschäftigt. What can I say? I'm full of surprises and mostly good ones. I can tell. Ja, im Einklang. Ihr habt musikalisch harmoniert. Sehr schön. Okay. Ja, machen wir schon das vollständig. Können wir das Haus hier vorbereiten für die, wenn sie zurückkommen? Ich hätte die Tür draußen zumachen. Fire in the hall. Nee. Oh, Klo. Geil. Kann man nicht viel machen, das finde ich so cool, dass es so hier Details sind. Oh, ich schau mal Fernsehen, ne? Mach das. Ich mach mal eine halbe Stunde die Ente. Ich nehme einfach alles an. Wir spielen so rum wie kleine Kinder so. Oh, das anmachen, das anmachen. Oh, drücken. Oh, ich ruf bei meiner. Ich hab bei meiner Frau angerufen. Oh, jetzt Shotgun so. Und dann legt er gleich auf da. Kekse! Ich hab Kekse gefunden. Geil, Kekse. Ich nehm noch einen. Wo sind die Kekse? In der Küche. Wo ist die Küche? Ah, da. Omas Kekse sind die besten Kekse. Ja, Alter, ich will auch, gib auch ab. Ich will auch, ich will auch, ich will auch. Ja, ich war schon lange auf ein bisschen. Wie zu machen mit den Abwasch? Ja, nee, ich glaube, da wäsch du bloß die Hände da drin, okay, oder? Okay, gut, ich wollte das mal gerade sagen, ey. Oh, geil, Essen. Schöne Wurst. Jo. Sieht so aus. Oh, this beer must have been open for a long time. Ja. Er trinkt schon Charles Bier, ey. Hm, ja, das ist abartig. Haven't cleaned yourself in days. So, jetzt ist meine Maus sauber. Aber anscheinend in den Nachrichten unser Ausbruch ist, hat sie echt rumgesprochen. Natürlich, er macht schön Wasser auf seine Haare. Gibt auch nur zwei Stück. Aber natürlich. Stimmt, wir müssen uns ja auch noch umziehen und so. Das, wir wohnen ja jetzt nicht hier, sondern. Was? I wonder what these never really been a handman. Na, hier sind Bücher. Komm. Der Oma. Ich möchte bitte so weiterspielen. Oh mein Gott. Oh, das war gut. Na, hier ist irgendeine Geheimtür oder so. Huh. It's better than expected. Ich dachte, er bildet ihn jetzt auf. So, jetzt kann ich auch meinen Oma-Hut anziehen. That I don't look good in hats. Let's prove her wrong. Hallo? Ein Koppenhaus. This must be one of the new fancy models. Okay. Oh yeah. Ich mach den Beat. Yo. Yo. Ich bin DJ. Oh. So, jetzt. Mm. I look good. I look good. Oh, kein Koppen. Steady now. Oh, alles bilden. Oh, damn. Oh, Scheiße. Du sagst. Let's start from scratch, I guess. I always wanted to learn how to sew. Kann ich nochmal anfangen? Hey Leo, there's a wardrobe. Oh, hier ist die Kleiderkammer. Was ist das denn? If only the soap is. Wow. Yep, Leo ist ein sehr erwachsener Mann. Mhm. Oh, eine Schatulle. Oh, das ist so eine Spieluhr. Nice. Erstmal baden, ey.
Okay, hier können wir raus. Falls sie wieder zurückkommen, können wir da aus dem Fenster raus. Aber weißt du was? Bevor wir die Sachen wechseln, haben wir hier eine halbe Stunde erreicht. Ich habe diesmal ein bisschen länger gemacht, weil der letzte Part ein bisschen kürzer war. Wir sehen uns dann in einem neuen Part. Bis dann und ciao. Ciao. Komm schon, öffne ein Programm, bitte. Du musst einfach eine halbe Stunde... Okay, du...